und herzlich willkommen zu einem weiteren Moto 71 Produktvideo. Heute eines der Haupt-Support-E-Mail-Anfragen: Lenkerenden. Wir haben zwei verschiedene Paar Lenkerenden. Zwei, ja, es gibt verschiedene. Einmal, ich fange an mit dem ersten Paar. Da steht drauf Nummer 5, ja, Handlebar End Nummer 5. Das sind zwei verschiedene Lenkerenden. Ja, das heißt, ihr habt einmal dieses klassische Lenkerende, was einfach an die Seite im Lenker kommt, ihr schraubt es fest und fertig. Und die Hauptverwirrung der Menschheit in 2023, dieses Teil hier. Ja, mir haben so viele Leute geschrieben, was mache ich damit, wie soll man es machen, passt nicht oder so weiter. Das ist auch universell wieder für alle Gaszüge, das hier ist für die Gasseite. Ja, wenn ihr euch entscheidet, das hier zu kaufen, das hier kommt auf die Gasseite. Ihr müsst dazu die Schraube rausschrauben, dieses weiße Teil kommt von innen in euren Griff. Ja. Und dann habt ihr hier eine, ich glaube, 13er Nuss. Das heißt, ihr müsst mit einer langen Verlängerung und einer Nuss da rein, könnt es dann von außen festschrauben und es sitzt fest. Und das dreht sich dann mit eurem Gasgriff. Das heißt, wenn ihr Gas gebt, dreht sich auch das Lenkerende außen mit. Das heißt, es ist fest verbunden mit eurem Gasgriff. Ist ein bisschen tricky vielleicht, wenn ihr so Lock-On-Griffe habt. Dann müsst ihr das Loch quasi passend ausschneiden, dass dieser Steg hier das Ganze noch hält. Aber es sollte logisch verständlich sein, wenn ich euch sage, dass das Ding von innen in den Gasgriff reingeschraubt werden muss, dass dann außen nochmal eine kleine Wand sein muss, wo das sich dann dagegen ziehen kann. Das heißt, wenn ihr das auf Lenkerdurchmesser aufschneidet, dann funktioniert dieses Lenkerende hier nicht. Das heißt, das erfordert ein klein wenig Mitdenken eurerseits. Ja, da seid ihr dann gefragt. Die anderen Lenkerenden, mache ich gerade mal auf, die anderen Lenkerenden sind einfach zweimal das Teil hier. Das heißt, ihr könnt das Lenkerende am Gasgriff komplett aufschneiden und habt dann einfach das hier und das auf der anderen Seite und dann dreht sich quasi euer Gasgriff und das Lenkerende bleibt stehen. Da müsst ihr dann einfach nur drauf aufpassen, dass ihr so 1-2 mm Platz zwischen der äußeren Seite vom Lenkerende und dem Gummi eures Gasgriffs habt, sonst kann das Gas hängen bleiben, was definitiv nicht gut ist. Ich mache es immer so, dass ich das Lenkerende ganz dran setze an den Lenker und an den Gasgriff einfach ein kleines bisschen weiter reinschiebe. Das heißt, wenn ich mal crashe und auf diese Seite drauf falle, dann drückt es mir das Lenkerende nicht weiter gegen den Gasgriff und ich habe keine Probleme. Also ich selber nutze diese Lenkerenden Nummer 2, heißen sie, wo ihr quasi zweimal die Geschichte hier habt, weil ich die andere Sache mit dem Plastikding selber am Anfang auch nicht geblickt habe. Und ich seit einem Jahr immer das gleiche Lenkerende fahre, weil die Dinger einfach nie kaputt gehen. Oder weil ich nie stürze. Das kann auch sein. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich jetzt dieses Thema Lenkerenden ein für alle Mal geklärt habe. Und falls euer Kollege es nicht checkt und euch das fragt, zeigt ihm gerne dieses Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt und ihr außersehen euer Lenkerende in euren Zylinder eingebaut habt und ihr nicht wisst, wie ihr es da wieder rausbekommen sollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich helfe euch. Und für dieses Produkt und viele andere schöne Produkte gibt's auf www.moto71.de. Schaut doch gerne mal vorbei und shoppt euch was Nettes für euer Bike.